So, und hallo zu einem Mach's dir selbst, und zwar von meinem Kanal, ja, von meinem eigenen. Ich heiße Magic Ticker, wie man vielleicht sehen kann an dem Titel. Professor Magic Ticker lässt grüßen. Ja, mir war langweilig und mir ist nichts eingefallen, aber den werde ich noch umändern. Und ja, also erstmal, was mache ich? Wie man sieht, Pokémon. Hier Pokémon Perl Edition habe ich 11 Videos und von Platin habe ich 3 Videos. Ich bin seit 15 Tagen auf YouTube. Das heißt, also heute, wo ich aufnehme, muss ich noch ein Video hochladen. Also jeden Tag etwa ein Video. Ich habe einen super professionellen Background, der nicht abgedunkelt ist, aber okay. Ja, ich habe 160 Videoaufrufe und 15 Abonnenten. Das ist ja eigentlich richtig krass, wenn man sich das mal vorstellt, weil bei den meisten sieht man irgendwie so 300 Aufrufe und weiß nicht, 10 Abonnenten. Und ja, ich bin halt so toll, da muss man mich einfach direkt abonnieren. Nee, natürlich bin ich nicht toll. War nur ein Scherz. Ja, Pokémon halt, ne? Ich kann nicht wirklich versprechen, dass ich jeden Tag ein Video hochlade, was man vielleicht auch hier dran sieht, vor 6 Tagen, vor 2 Tagen. Und ja, ich render meine Video immer auf 720 Pixel, da ich eine ziemlich schlechte Internetleitung habe und es so schon relativ, nein, nicht relativ, sondern sehr lange dauert, ein Video hochzuladen. Und ja, ich würde sagen, ach ja, ich habe ein Standmikrofon, ja, für diese richtig professionelle Aufnahmen, ja, weil ich halt, ne, ich bin immer professionell, deswegen habe ich mich auch so gut vorbereitet. Und hier sieht man nochmal die Videos, die ich hochgeladen habe. Ja, habe ich zwar schon gesagt, aber okay. Ich würde sagen, dann schauen wir mal in ein Video von mir rein, wenn ihr denn unbedingt wollt. Bis gleich. So, Leute. Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Perl Edition. Und wir waren stehen geblieben, ich weiß nicht mehr genau, denn der Speicherstand, also ich habe nachdem ich aufgenommen habe, gespeichert, aber hat es nicht angenommen. Das heißt, ich musste sogar die Arena nochmal von neu machen. Hab mir dann Kleinstein wieder gefangen und hab eigentlich so gut wie möglich versucht, alles genauso zu wiederholen. Ich glaube aber, dass Tui Fly ein Level drunter war und das ein Level drüber, weiß ich nicht mehr so genau. Auf jeden Fall werden wir in diesem Part versuchen, Kugel zu trainieren. Ich glaube sogar, dass wir gegen die auch schon gekämpft haben. Aber egal, es gibt ein Re-Battle und total spannend wird das auch sein, bestimmt nicht. Oh, wir sind am Gewinnen. Das hätte niemand erwartet. Forget the Move. Das ist, glaube ich, the User Electric, ja. Da das eh total uneffektiv ist oder vielleicht auch gar nicht wirkt, weiß ich nicht genau. Bringt diese Attacke eh nichts. Das finde ich total lustig. Warte, nee, so. Oh, der ist gar nicht so, dass der die ganze Zeit fixiert ist. Manche sind total fixiert auf einen. Verfolgen einen die ganze Zeit mit jedem. Ja, okay.
So, dann kämpfen wir auch gegen. Ja, da kämpfen wir gegen. Und hier mache ich dann mal einen Stopp, weil ihr dürft ja nicht wissen, welches Pokémon als erstes drankommt. Oh, Mist. Nee, okay. Ich hoffe, dieser kleine Ausschnitt hat euch gefallen. Ich habe jetzt extra nicht das Lustigste vom Lustigsten gezeigt. Denn ihr sollt euch, wenn ihr auf meinen Kanal geht und wenn ihr mich toll findet, wenn ihr mich liebt, solltet ihr es ja selbst herausfinden. Was alles toll ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wenn die Videos euch gefallen, wenn ihr sie seht, dann abonniert mich doch, gebt einen Daumen hoch oder was auch immer. Wenn ihr mich scheiße findet, findet ihr mich scheiße, würde ich jetzt mal so tippen. Und ja, wir sehen uns hoffentlich. Tschüss.